Wir blicken ja nicht nur auf die Pandemie zurück. Also in den vergangenen Jahren gab es ja eine extreme Beschleunigung im Alltag. Es gab neue Kommunikationsmittel. Es war, zum Teil leben wir heute in einer anderen Welt, als sie es vor 20 Jahren war. Was hat Sie da in Ihrem Beruf geprägt im Alltag? Was hat sich aber vor allem für die Kinder und Jugendlichen verändert an den Herausforderungen, an den Problemen? Also manche Dinge sind natürlich gleich geblieben. Kinder brauchen ähnliche Dinge, damit sie gut aufwachsen können, gut groß werden können, wie vor 20 Jahren. Also die Beziehung zu den Eltern, zu Gleichaltrigen, zu Freunden, die Integration in Vereine, in Sportvereine und so weiter, das ist gleich geblieben. Aber tatsächlich hat sich durch die ganze Medialisierung und Digitalisierung das Umfeld, auch der Bezug zu manchen Dingen extrem geändert. Das muss man positiv, aber auch negativ sehen. Also wir haben ganz andere Herausforderungen im Kinder- und Jugendschutz wie vor 20 Jahren. Sexueller Missbrauch war ein großes Thema vor 20 Jahren. Das ist jetzt wieder ganz, ganz stark geworden durch die enorme Zunahme von Kinderpornografie im Internet. Wir haben einfach die Situation, dass bereits Kinder im Volksschulalter fast zu 100% ein Smartphone mit Internetzugang haben und somit eine fast unbeschränkte Möglichkeit besteht, auf pornografische, rassistische, gewaltverherrlichende Inhalte zuzugreifen. Also die Eltern sind in einem ganz anderen Ausmaß gefordert, den Kinder- und Jugendschutz sicherzustellen. Es hat sich natürlich auch geändert, dass Kinder viel mehr in ganztägigen Schulformen, in ganztägigen Kinderbetreuungseinrichtungen sind. Das ist für viele Kinder eine sehr positive Entwicklung, weil sie da zusätzliche Förderung erfahren. Aber für manche ist es auch eine Herausforderung, dass sie aufgrund der Berufstätigkeit der Eltern dort viel, viel mehr Zeit verbringen müssen. Teilweise dürfen, teilweise müssen. Das muss man auch immer von zwei Seiten sehen. Und der dritte Punkt, das ist aus meiner Sicht auch ein positiver Punkt. Die Kinderrechte insgesamt haben ein ganz anderes Standing, ein ganz anderes Bewusstsein, vor allem bei den Kindern und Jugendlichen selber, aber auch bei den Erwachsenen bekommen.